So, da ist er wiederum. Ich habe mir überlegt, oh Scheiße, jetzt habe ich das schon wieder. Ist das jetzt das Richtige? Nee. Ich wollte nämlich noch einen Bums im Mund nehmen. So, zwei Wochen. So, Oreal. Ja, ich habe mir überlegt. Geil. Waldbeere. Ich habe mir überlegt, ich wollte eigentlich diesen Extrazettel, das Extrablatt, was ich da geschrieben habe, siehe Extrablatt, vorlesen. Bin jetzt am Überlegen, ob ich das mache. Na, ich lese das mal vor und das, wo ich sage, okay, das braucht nicht so wirklich rein, lasse ich einfach weg. So, 1.2. Scheiße. 1.2. So, ich mache mal kurz Pause. Lass ich noch. Alter, geh doch mal aus. So, geht weiter. Nase ist geputzt. So, ich habe schon längere Zeit über eine psychologische Psychotherapie nachgedacht. Insbesondere deshalb, weil ich in meiner Kindheit große Probleme mit meiner Mutter hatte. Oder hatte meine Mutter mit mir ein Problem oder gar mit sich selbst? Umso älter ich wurde, umso mehr bzw. größer wurden die Probleme. Ich fühlte mich nicht verstanden oder gar geliebt. Alles, was ich gemacht habe, war falsch oder ich hätte es besser machen sollen. Ich bin so hässlich. Selbst wenn ich in meinen Augen was gut gemacht habe, war es nie gut genug. Immer und wirklich immer hieß es, dass ich mich in der Schule, im Sport und so weiter anstrengen soll, wenn ich möchte, dass aus mir mal was Anständiges wird. Meine Mutter meldete mich beim Schwimmen, beim orthopädischen Turnen. Und zum Schluss auch im Fitnessstudio an. So. Beim Schwimmen hatte ich überhaupt keine Probleme mit, weil ich ja sowieso gerne. Jetzt habt ihr meine Hand, dicke Hand hier sehen. Weil ich ja sowieso sehr gerne eigentlich im Wasser war und ich bin eigentlich jetzt immer noch eine totale Wasserratte. Beim orthopädischen Turnen. Da war meine mittlere Schwester auch mal. Und beim ersten Mal, wo ich da war, wirklich, mir hat alles wehgetan. Ich war froh, dass ich noch am Leben war. Und habe dann zu meiner Mutter gesagt, auf dem Nachhauseweg, ich gehe da nicht mehr hin. Das war das erste und letzte Mal. So, und da hat sie dann eben halt gesagt, und du wirst da das nächste Mal hingehen wieder? Und wehe, wenn nicht. Beim Fitnessstudio war das so, dass ich eigentlich. Ja, das okay fand. Aber letztendlich, ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo meine Mutter und ich da drüben waren.
Und ich die ganzen, damals waren es für mich alte Leute, heute sind es Leute in meinem Alter, doch ziemlich unwohl fand. Ja. Meine. Ich war damals, wie alt war ich denn da? 12? Ja, 12 war ich da. Und wenn du da dann zwischen, als 12-Jährige, zwischen den ganzen großen Männern stehst, ja, und die da denn, wenn sie da handeln oder Gewichte gehoben haben, da so, ja, kann ich bis heute noch nicht verstehen, ja, dass man da so eine Laute von sich geben muss, oder, ja, aber okay, vielleicht ist es wirklich anstrengend, so eine schweren Arme hochzuheben. Ja, noch nicht mal die Hand hin oder so. Ja, und dann letztendlich habe ich ja dann auch mich letztendlich darauf eingelassen, weil meine Mutter gesagt hat, ich komme dann auch mit und ich kann auch ein bisschen abnehmen. Ja, immer so dieses... Auch, ich kann ja auch ein bisschen abnehmen, du musst ja auch abnehmen, du bist ja fett, ja. Ja, dass ich letztendlich aber nur diesen Sport machen sollte, um meine Rückenmuskulatur zu kräftigen, zu stabilisieren, um dass meine Haltung nicht schlimmer wird. Das war erstmal Nebensache. Also man wusste schon, dass ich deswegen dahin gehe. Aber der Satz, ich muss ja auch mal ein bisschen abnehmen, der hat mir dann auch schon wieder gezeigt, aus welchem Grund ich eigentlich diesen Sport machen soll. Ja. Ja. Okay, kommen wir ja gleich dazu. Wie gesagt, meldet mich meine Mutter beim Schwimmen, beim orthopädischen Turnen und Fitnessstudio an. Meine damalige Orthopädin riet meiner Mutter, mich beim Schwimmen anzumelden, weil das schon für die Gelenke ist und gleichzeitig auch gut für die Figur. Na, haben wir es wieder. Beim Schwimmen habe ich eingewilligt, weil ich gerne im Wasser war. Die beiden anderen Sachen bestimmte meine Mutter, beziehungsweise entschied sie das alleine, obwohl ich das nicht wollte. Also beim orthopädischen John, ehrlich gesagt, beim ersten Mal, nach der ersten Stunde, wie gesagt, ich wollte da nicht mehr hingehen. Aber dann kam ja dieser Satz, mein liebes Kind, du wirst da wieder hingehen. Und wehe nicht. Und aus solchen Sätzen bestand eigentlich meine ganze Kindheit. Weh, du machst das nicht. Und du machst es ja nur für dich. Ja, nee. Jetzt mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, und meine Therapeutin hat das auch gesagt, wenn sie sich das so alles anhört und durchliest, dass ich eigentlich gerade für meine Mutter das Leben sollte oder letztendlich das machen sollte, was sie eigentlich selber nicht gebacken gekriegt hat. Ja. Ja. So. Obwohl ich das nicht wollte. Ich hatte nichts zu wollen. Es ging ja schließlich um meine Gesundheit und meine Mutter möchte schließlich nur das Beste für mich. Ja, das kann ich ja auch mit vorlesen. Aber auch sprachen meine Eltern mich oft auf meine Figur an. Mein Vater meinte einmal zu mir, dass ich bald so aussehen würde wie meine Mutter, wenn ich so weitermachen würde. Ey Leute,
Ja, ich weiß, wie sich das anhört. Das hört sich so an, als ob ich nur gefressen habe, auf der Couch oder im Sessel gesessen habe und Fernsehen glotzt und alle Chips und Süßigkeiten in mich hinein. Ja, ich habe Süßigkeiten gegessen und ich habe auch nicht auf meine Ernährung geachtet. Also ich habe viel Süßes, aber auch Herzhaftes und auch Gesundes gegessen, wie Obst und Gemüse. Also ich habe jetzt nicht nur Schokolade gefressen. Weil es hört sich ja so an, als ob ich nur am Fressen war. Nee, so war es nicht. Und ich habe ja zusätzlich noch drei Sportsachen gemacht. Ja, ich war ja im Schwimmen. Und das war nicht einfach nur so ein Rentnerschwimmen, wie man sich das vorstellt. Auch ich schön Kopf hoch und wie so ein kleines Täubchen immer schön, ja. Nee, das war richtiges Training, ja. Und wehe, du hast mal nach 100 Metern mal länger als 5 Minuten eine Pause gemacht oder nach 200 Metern, ja. Da ist dein verdammter Schwimmlehrer ins Wasser gesprungen und hat dich dazu gebracht, dass du weiter schwimmst. Und wenn nicht, wenn du nicht weg warst, bevor er bei dir war, dann hast du erstmal das Wasser von unten gesehen. Also alles so Drill Instructor. Ja, und meine Mutter hat ja dann damals auch mal zu meinem Schwimmtrainer, der dann mein Schwager damals geworden ist, jetzt ist es mein Ex-Schwager, hat sie dann auch gesagt, naja, du, wenn Eva nicht hört, dann kannst du ja auch ja nochmal auf den Arsch schauen. Das hilft meistens. Wo denn mein Schwimmtrainer, Gott sei Dank, das dankend abgelehnt hat und hat gesagt, du, für die Erziehung bist du zuständig oder seid ihr zuständig, ich nicht. Obwohl er mich ja in dem Sinne auch ein bisschen erzogen hat, weil wenn ich da mal eine Pause gemacht habe, weil ich dann wirklich ja, erschöpft war, wenn du da wirklich 200 Meter hintereinander durch Brust oder Rücken oder sonst was geschwommen bist, ja, dann warst du fertig. Ja, als Zwölfjährige warst du fertig. Ja, und dann hast du eben halt immer gesehen, wie er an der anderen Seite am Beckenrand stand. Und der hat immer sein schönes weißes T-Shirt, der hat immer, also eine gute Figur hat er ja erbt, ja. Immer sein weißes Shirt ausgezogen. Ja, und spätestens, wo er sein T-Shirt ausgezogen hat, wäre es an der Zeit gewesen, dann weiter zu schwimmen. Weil der war, wenn man das selber nicht sehen würde, ja, kann man sich das auch so gar nicht vorstellen. Der hat sein T-Shirt, ich meine, anfangs war es mir scheiße, ja, gesagt, ja, lass den nur sein T-Shirt ausziehen und zu mir kommen, ja, ich sag, dann kann er mich ja gleich auf dem Rücken festhalten oder ich halte mich fest und dann kann er mich ja gleich mit zurücknehmen, ja. Nee, der ist reingesprungen, der hat drei oder vier Armzüge gemacht, also der ist ja in Krauen zu dir geschwommen. Der war der da. Der war da. Ja, das ist mir unbegreiflich, wie man, ich meine, gut, als Rettungsschwimmer, ja, sollte man dann auch schon schnell sein, ja. Aber wirklich, der ist reingesprungen, du hast gesehen, wie sein Körper wieder rauskam und dann drei, vier Armzüge und dann, ja, Eva, was stehst du noch hier? Das kommt ja alles noch mit dazu, dass du so. Zusätzlich eigentlich bei den Sachen, die eigentlich Spaß gemacht haben, einfach Stress hattest, beziehungsweise so auch den Druck hattest. Du hattest zu Hause den Druck und du hattest bei dem Training Druck. Ich meine, klar, ohne Druck geht.
manches nicht. Obwohl ich da jetzt auch anderer Meinung bin, ich glaube fast, wenn man mich nicht so gedrillt hätte, und ganz locker und so ein bisschen mit Spaß und Humor an die ganze Sache rangegangen wäre, hätte ich es vielleicht schneller kapiert. Sprich jetzt eine schulische Leistung und sowas, ja. Oder selbst wenn ich es nicht begriffen hätte, mein Gott, wie viele Leute, wie viele Menschen, Kinder gibt es, die Probleme in der Schule haben. Aber deswegen hat man seine Kinder doch trotzdem lieb. Ja. So. Ach ja, so. So, wo war ich denn stehen im Leben? Meine Mutter möchte schließlich nur das Beste. Oder aber auch sprachen meine Eltern mich oft auf meine Figur an. Genau, einmal sagte mein Vater zu mir, dass ich bald so aussehen würde wie meine Mutter, wenn ich so weitermachen würde. Ja, wie gesagt, da war ich ja mit dem Fressen. Ja, ich habe jetzt, ja. So. Ja, meine Mutter sagte daraufhin zu mir, ich gebe es jetzt nicht so wieder, wie es hier drin steht, weil das ist dann doch schon ein bisschen heavy. Ja, meine Mutter meinte dann nur so zu mir, ich muss jetzt mal hier kurz. Meine Mutter meinte dann so zu mir, ja, Eva, noch ein paar Kilo mehr und du wiegst genauso viel wie ich und ja, und also zwischen 12 und 14 war ich da auf jeden Fall. Also ich glaube mit, war ich mit 11? Ich glaube mit 11 habe ich angefangen mit dem Schwimmen. Und dann nach und nach ist ja alles mit dazugekommen, ja. Mein Plan, beziehungsweise mein wöchentlicher Ablauf war zum Beispiel, sah so aus, früh zur Schule, ja. Nachmittags ein bisschen ausruhen, wenn die Eltern nicht da waren oder die Mutter nicht da war. Und wenn die Mutter da war, war Lernen dran, wenn man Hausaufgaben auf hatte, nach der Schule Hausaufgaben. So, und dann hatten wir ja dienstags und donnerstags, glaube ich, immer 2 Stunden Training, Schwimmtraining. Das heißt, du musstest ja auch noch den Weg, dass du pünktlich zum Training erschienen bist, mit einkalkulieren. Also hattest du, wenn deine Freundin dich gefragt haben, kommst du mit, wollen ein bisschen spielen und hast du Zeit? Zeit nicht, Lust ja. Und zusätzlich hatte ich dienstags und donnerstag nach dem Training, Schwimmtraining, noch dieses orthopädische Turnen. So, die anderen Tage, montags, mittwochs, freitags, bin ich immer ins Fitnessstudio gegangen. Und zwar so lange, bis ich alle Geräte, die auf meinem Plan waren, durch hatte. Das waren dann auch immer so 1,5 bis 2 Stunden, manchmal auch ein bisschen länger. Je nachdem, ich war ja nicht die Einzige, ja, da musste ich mir mal ein anderes Gerät aussuchen, weil das eine gerade besetzt war und so weiter und so fort, ja. Also habe ich meine Kindheit eigentlich in einer Muckibude und so was verbracht, ja, oder im Schwimmbad oder beim orthopädischen Turnen. So, das geht noch, so. So, meine Mutter erwähnt so viel. Ich habe auch hier den Vergleich gemacht, wie groß meine Mutter ist, wie schwer sie damals war, wie groß ich war und wie schwer ich war. So, das überspringe ich. So, ja, na klar war ich geschockt, als meine Mutter gesagt hat, nee, nur noch so und so viel Kilo und dann wiegst du genauso viel wie ich, ja. Und habe mich dann auch
Wo habe ich denn das? Ah ja. Und habe mich natürlich, na klar, habe ich mich denn dick gefühlt, ja, weil meine Mutter, die ist nicht nur dick oder war nicht nur dick, sondern ist eben halt immer noch dick, ja. Und bei ihr kommt das wirklich vom Fressen. Also man kann auch sagen, dass meine Mutter sich eine richtig große Teflonschicht angefressen hat oder eine Mauer um sich herum gebaut hat. Ja, weil umso dicker man wahrscheinlich ist, umso weniger trifft einen irgendwas. Ja, also breitet es wohl eher ab. Also wenn ich jetzt hier so einen Vorbau habe, dann trifft es mich nicht ganz so schnell, als wenn ich so bin. Ja. Also da, wie gesagt, da hat meine Mutter eine gute Mauer für sich um sich herum erbaut. So, ich selber finde das heute nicht mehr schlimm, weil ich heute weiß, dass ich durch den ganzen Sport viel Muskelmasse aufgebaut habe. Wie gesagt, ich war zwar nicht dick, aber ich war eben halt schwer. Ja, also, ja. Da war kein Fett dran. Das war kein Fett. So, Muskelmasse aufgebaut habe, gerade im Fitnessstudio. Aber damals war ich total geschockt und fühlte mich plötzlich total dick. Und jetzt kommt's. Ich machte Diät und noch mehr Sport. Ich nahm dann auch innerhalb von einem Dreivierteljahr 15 Kilo ab. Zu meinem Erfolg sagte keiner was, außer meine Oma. Sie sagte, wenn ich noch weniger abnehme, noch weiter abnehme, dann sieht man mich bald gar nicht mehr. Ich erinnerte mich daran, was meine Mutter daraufhin zu meiner Oma sagte. Ja, als ich Eva damals sagte, dass nur noch ein paar Kilo fehlen, bis sie genauso viel wiegt wie ich, hat es sie wohl sehr erschreckt. Ja, hat es. So, also glaube ich, dass ich auch viel aus meiner Kindheit zu verarbeiten habe. Zu dem sportlichen Druck kam ja dann auch noch der schulische Druck. Ich war bis zur 5. Klasse nicht wirklich gut in der Schule. Gerade Mathe fiel mir sehr schwer. Und das Schlimmste war, dass meine Mutter mit mir immer jeden Tag lernte und auch mal ausrastete, wenn ich mal was nicht gleich verstanden habe. So, nun will ich mal meine Mutter nicht ganz so schlecht hinstellen, obwohl sie es ja eigentlich verdient hat, weil, ja, was heißt verdient? Es sind eben halt Sachen. Ich lese das nicht alles vor. Zum Beispiel kam denn mal die Situation war, meine Mutter und ich saßen in meinem Zimmer und haben gelernt. So, meine Mutter hat mich angeschrien und hat gesagt, Mensch, so doof kann man doch nicht sein und du musst doch das mal in dein kleines Hirn rinkriegen. So schwer ist doch das ja nicht. Und ja, dann habe ich natürlich angefangen zu heulen, weil jedes Mal war es das, ja, es waren immer die gleichen Worte. Ja, oder die Wortwahl. Ich bin doof, ich begreife das nicht, ich kriege das in mein Spatzenhirn nicht rein und wie auch immer, ja. So, und in diesem Augenblick, wo ich eben da geheult habe und ja, und meine Mutter eben halt ziemlich laut war mir gegenüber, kam meine älteste Schwester früher von der Arbeit nach Hause. Und ja, ich glaube, die wollte irgendwas meine Mutter fragen, aber letztendlich hat sie sich das dann verkniffen, weil meine Mutter ja schon so aufbrausend war. Ich weiß auch bis heute nicht, was interessiert mich auch nicht. Auf jeden Fall hat sie meine Mutter gefragt,
warum ich eben halt weine. Und dann hat sie gesagt, ja, weil sie das hier nicht versteht und kriegt das hier nicht drin. Das versteht jedes kleine Kind, was hier gewollt ist oder gefragt wird. Ja, und meine Mutter saß aber bei jedem Lernen immer auf ihre Hände. Also sie hat ihre Hände unter ihren Schenkeln versteckt. Und da hat dann meine Schwester auch nur meine Mutter gefragt, ja, und warum sitzt du auf deine Hände? Warum sitzt eine Mutter auf ihre Hände? Beim Lernen mit einem Kind, was einfach nichts die Backen kriegt. Ja, ihre Antwort war, ja, es ist mir jetzt so real. Ihre Antwort war eben halt bei so viel. Warte, wie steht's hier? Vielleicht lese ich das noch mal vor. Ja, in mein Zimmer, ja. Warum meine Mutter auf ihre Hände sitzt. Meine Mutter antwortet, ach so, genau. Ja, das kann ich ja so wiedergeben, ja. Dass man bei so viel Dummheit aufpassen müsse, dass einem nicht die Hand ausrutscht. Und deshalb würde sie auf ihre Hände sitzen. Ja, und von dem Tag an hatte meine Schwester mit mir das Lernen übernommen. Auch nicht jeden Tag und aber eben halt anders. Also ich glaube, sie hat auch öfter mal gedacht, oh Gott, oh Gott, hat sie es denn jetzt endlich mal begriffen? Oder irgendwie so, oh Gott, wie oft soll ich es denn noch mal wiederholen? Ja, aber was ich da geschätzt habe, ist, dass sie eben halt total ruhig geblieben ist. Und wenn sie es mir ein drittes oder sechstes Mal oder zehntes Mal erklärt hat, hat sie es trotzdem so, mir so ruhig erklärt wie beim ersten Mal. Und ja, und dann wurde ich ja, wie habe ich das ausgedrückt? Du mit der Fußmesser, dass einem nicht die Hand rutscht. Von da an hat meine Schwester mit mir das Lernen übernommen. Und ich wurde nach und nach, Stück für Stück in der Schule besser. Aber das sah keiner, außer meine Schwester. Ich konnte es ihnen halt nie recht machen. Ja, ich musste mir viel anhören und gefallen lassen. Am schlimmsten wurde es aber, als ich meinen damaligen Freund kennengelernt und dann mit ihm eine Familie gegründet habe. Egal, ob ich mit ihm oder mit meinen Kindern Streit hatte oder gemeckert habe, hieß es immer, ich solle nicht so viel meckern, mehr Kompromisse eingehen und mein Verhalten überdenken. Egal, was passiert war, ob mein Ex sauer oder wütend auf mich war oder meine Kinder verrückt spielten und nicht auf mich hörten, immer war ich schuld. So, und den besten Satz, das lese ich euch auch mal noch vor. Und den besten Satz, den meine Mutter immer gebracht hat, war der, dass, jetzt, da steht ja jetzt der Name, dass mein Ex schon einen Grund haben wird, warum er auf mich sauer oder wütend ist. Schließlich kenne ich dich ja, mein liebes Kind. Ja, meine liebe Mama. Da muss ich dir jetzt mal sagen, nachdem ich hier so, auch wenn es erstmal nur ein bisschen so, ja, ein paar Minuten haben wir noch, dann mache ich ein neues. So hier auch so das alles ausgefüllt und beantwortet habe und drüber gesprochen habe. Liebe Mama, egal ob du das irgendwann mal siehst oder nicht, ich sage es jetzt trotzdem. Ich muss dir sagen, du hast überhaupt keinen Plan und du kennst mich absolut gar nicht. Du kennst dich, aber du kennst nicht mich. Und das, was du alles in mir Schlechtes siehst oder meinst, dass es an mir schlecht ist, das ist ganz allein
das, was an dir schlecht ist. Weil ich bin ja, wie gesagt, der Spiegel für dich hier gewesen. Wenn du mich angeschaut hast und mich reden hören hast, dann hast du wahrscheinlich dich selber gesehen, aber nicht deine Tochter, die du hättest eigentlich lieben sollen und akzeptieren sollen, so wie sie ist. So, hätten wir das auch geklärt. Ja, haben wir noch. So, und als meine Diagnose oder meine Krankheit diagnostiziert wurde, war für meine Mutter alles klar, warum ich so bin, wie ich bin. Ich hörte ab da immer wieder von meiner ganzen Familie und auch von meinem Ex den Satz, ich solle endlich mit meiner Krankheit und mit meinem Leben klarkommen. Ich sollte sie akzeptieren, so wie es ist und nicht anderen die Schuld geben. So. Ja, ich mache sonst mit meinem Verhalten alles kaputt. So, jetzt ist die Frage, wer hat denn hier alles kaputt gemacht? Mit seinem Verhalten. Und jetzt mache ich Pause und mache ein neues.